Ayat aus dem Koran können häufig aus mehreren Perspektiven verstanden werden. Aus diesem Grund haben die Worte Allahs einen so hohen Informationsgehalt und bieten Lösungen und Lehren für die verschiedensten Situationen. Diese Eigenschaft verleiht dem Koran eine Tiefe, die sonst in keinem Buch zu finden ist. Mit jedem Nachsinnen über die Ayat und dem Lesen der Tafsir-Werke erhält man ein klares Bild vom großen Ganzen. Einer dieser Ayat ist die, in welcher Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Diese Ayat ist einerseits eine große Ehre und ein Grund zur Freude für die Gläubigen. Andererseits aber verdeutlicht sie eine schwere Verantwortung, die auf unseren Schultern als islamische Gemeinschaft lastet. Mit Gemeinschaft der Mitte ist gemeint, dass wir die beste, gerechteste Gemeinschaft sind. Weder sind wir zu leichtsinnig mit unserem Dien, noch überschreiten wir das Maß. Wir erlauben nicht das, was Allah verboten hat, und verbieten nicht das, was Allah erlaubt hat. Ibn Kathir rahimullah sagt bezüglich dieser Ayah: Seitdem Allah diese Umma zur Mittleren gemacht hat, hat er sie mit der vollständigen Gesetzgebung, der besten Methode zur Umsetzung und Vorgehensweise ausgestattet. Und so machte uns Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Gesetzgebung und seine Lebensordnung zu einer gerechten Gemeinschaft, die anderen kein Unrecht zufügen darf. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verdeutlichte dies, als er sagte: Nuh wird am Tag der Auferstehung aufgerufen und gefragt werden: Hast du die Botschaft übermittelt? Er wird bejahen. Und dann wird sein Volk aufgerufen und gefragt: Hat Nuh die Botschaft an euch übermittelt? Sie werden sagen: Kein Warner ist zu uns gekommen und kein Prophet wurde zu uns entsandt. Daraufhin wird Nuh gefragt: Wer bezeugt für dich? Und Nuh wird sagen: Muhammad und seine Umma. So sind wir Zeugen über die Menschen, wenn sie ihre Gesandten verleumden und der Lüge bezichtigen. Denn wir kennen die Wahrheit aufgrund des Koran. So hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dieser Ayah geehrt, und sie geht Hand in Hand mit der Aussage Allahs: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Doch die Gemeinschaft der Mitte zu sein, bedeutet mehr als nur die beste Gemeinschaft zu sein. Es bedeutet auch, Vermittler der Botschaft zu sein. Die Propheten erhielten Rechtleitung von Allah und übermittelten diese ihren Völkern. Dieser Ablauf wiederholte sich über Jahrtausende bis zum letzten Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mit dem Tod des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam endete die Menschheitsgeschichte aber nicht. Denn die Menschen waren und sind noch immer abhängig von der Rechtleitung Allahs. Über Generationen hinweg wurden unzählige Menschen geboren, denen die Botschaft Allahs und seine Geh- und Verbote verkündet werden müssen. So ging mit dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam die Verantwortung, die Botschaft zu übermitteln, auf uns, seine Umma, über. Nun steht die islamische Umma zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und dem Rest der Menschheit, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen Allah und seiner Umma stand. Wir haben diese Position, welche zuvor nur Propheten eingenommen haben, vererbt bekommen. Es ist zum einen eine Belohnung dafür, die beste Gemeinschaft zu sein, zum anderen jedoch eine massive Verantwortung, aus der hervorgeht, dass alle Tätigkeiten der Muslime auf die Dauer ausgerichtet sein müssen.
jeder Muslim sollte bestrebt sein, diese von Allah aufgetragene Mission zu erfüllen und die Botschaft an alle Menschen zu verkünden. Was die Schwere dieser Last betrifft, sagt Allah subhanahu wa ta'ala an einer anderen Stelle, wenn wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabsendeten, würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Diese Gleichnisse prägen wir den Menschen, auf dass sie nachdenken mögen. Wenn einem Berg die Fähigkeit verliehen werden würde, den Koran zu begreifen und zu verstehen, was seine Verse bedeuten, würde dieser Berg trotz seiner Stärke und gewaltigen Größe zusammenbrechen. Wenn er begreifen würde, wie groß die Verantwortung und wie schwer die Rechenschaft, wie schön der Lohn und wie verhängnisvoll die Strafe ist, welche ihm durch den Befehl Allahs zuteil wurde, so würde er demütig werden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist Zeuge über die Muslime gewesen. Er sallallahu alaihi wasallam ist Zeuge darüber, die Botschaft Allahs korrekt an die Muslime übermittelt zu haben. Er bezeugt, dass die Muslime die Botschaft erhalten und verstanden haben, sodass sie, wenn sie vor Allah stehen, nicht sagen können, wir haben nicht davon mitbekommen. So wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Zeuge über die Muslime war, müssen wir nun Zeugen über die Menschheit sein. Wir tragen die Verantwortung, die Menschheit zum Islam einzuladen, ihnen den Islam auf eine richtige Art und Weise zu präsentieren und ihnen die Botschaft zweifellos klar und deutlich zu verkünden. Jeder Muslim, du, ich und alle Muslime, die du kennst, sind dazu verpflichtet, dieser Aufgabe nachzukommen. Ein jeder von uns muss die Botschaft des Islam, die Da'wah, tragen. Die Aufgabe, die uns als Umma zuteil wurde, ist die Aufgabe der Propheten, deutliche Warner und frohe Botschafter zu sein. Trage die Da'wah gemäß deines Wissens in Wort und Tat. Dazu gehört, dir die Argumente des Islam anzueignen, dein Wissen zu vermehren und durch dein Handeln ein Vorbild für die Menschen zu sein. Du selbst trägst die Verantwortung, Zeuge darüber zu sein, dass die Botschaft klar und deutlich bei der Menschheit angekommen ist, sodass niemand, den du kennst, am jüngsten Tag behaupten könnte, ja Allah, kein Warner ist zu mir gekommen.